Er kommt herab per Flieger wie ein Gotteskrieger unterwegs im Namen des Herrn. Und wenn einer guckt und sich nicht gleich duckt, dann kriegt er Segen ab und kann sich nicht wehren. Wenn er die Kirche lenkt, dann sagt er, was er denkt, und manchmal hat er starke Sprüche drauf. Ein bisschen arg verstaubt, die ihm nicht jeder glaubt, weil er es nicht lassen kann, hört er nicht auf. Warum bloß hält er nicht nur mal gelegentlich seine Klappe, er weiß wohl nicht wie. Kann schon sein, er hat nicht immer recht, aber er irrt sich nie. Sie sucht zu dir den Draht, hat jeden Rat parat, auch wenn du gar nichts von ihr wissen magst. Hast du auch nie gefragt, wirst du von ihr geplagt, solange du nicht zu widersprechen wagst. Sie ist als Staatspartei gern beim Regieren dabei und sagt, sie stellt sich gerne jeder Wahl. Doch wird dann ausgezählt und wird sie nicht gewählt, dann liegt, so sagt sie, nie am Personal. Warum bloß hält sie nicht nur mal gelegentlich ihre Klappe, sie weiß wohl nicht wie. Kann schon sein, sie hat nicht immer recht, aber sie irrt sich nie. Der Herr Professor lehrt, wie man von ihm erfährt, was er so selbst für seine Forschung hält. Mancher Assistent seinen Prof kaum kennt, schreibt sich die Finger wund für wenig Geld. Und wer dann ganz zuletzt den Namen drunter setzt, das ist der Prof, der dann im Ruhm sich sonnt. Die Ehre ihm gebührt, wird, wenn's zu Zweifeln führt, die zu zerstreuen hat er stets gekonnt. Warum bloß hält er nicht nur mal gelegentlich seine Klappe, er weiß wohl nicht wie. Kann schon sein, er hat nicht immer recht, aber er irrt sich nie. Sie ist zweifellos als Chefin ganz famos und hat immer alles fest im Blick. Gibt nichts, was sie nicht kennt oder mal verpennt, vermutlich hat sie einen besonderen Trick. Sie weiß, was nötig ist, man aus der Hand hier frisst, sie glaubt, das ist nicht mal zu viel verlangt. Woran ihr sehr viel liegt, dass man den Arsch hier kriegt, für so viel Wärme sich auch noch bedankt. Warum bloß hält sie nur mal gelegentlich ihre Klappe, sie weiß wohl nicht wie. Mag sein, sie hat nicht immer recht, doch sie irrt sich nie. Sie weiß, wie sie ihren Mann um Finger wickeln kann, doch gibt sich Mühe, dass er das nicht schnallt. Und wenn das funktioniert, er das nicht registriert, dann werden sie vielleicht gemeinsam alt. Dass er ihr widerspricht, das akzeptiert sie nicht, liegt darauf wert, dass er sich dran gewöhnt. Das ist ganz schön geschickt, so gibt es keinen Konflikt und sie sind ewig und drei Tage versöhnt. Warum bloß hält sie nicht nur mal gelegentlich ihre Klappe, sie weiß wohl nicht wie. Mag sein, sie hat nicht immer recht, doch sie irrt sich nicht. Doch er hat auch sein Stolz, er ist aus hartem Holz, der Kindern keine Widerworte erlaubt. Sie sollen aufs Wort parieren, denn sonst könnte was passieren, dass es mal laut wird und vielleicht auch staubt. Wenn man die Regeln kennt, nicht gegen Schranken rennt, hat man im Leben es mit keinem schwer. Auch wenn man einen Rat stets in Erinnerung hat, die Ohren auf Durchzug und man hört nichts mehr. Warum bloß hält er nicht nur mal gelegentlich seine Klappe, er weiß wohl nicht wie. Kann schon sein, er hat nicht immer recht, aber er irrt sich nie.